Hallo Grillfans, willkommen auf meinem Grillkanal Barbecue mit Sascha. Heute machen wir zwei Dips auf Basis von Feta. Deswegen, die Basis ist gleich, aber die werden dann nachher unterschiedlich befüllt. Was ich da genau mache, zeige ich euch jetzt. Viel Spaß dabei! Was wir dazu brauchen, ist eigentlich ganz einfach. Also A, erstmal einen Weißkäse. Da habe ich mich für den von Feinkost Albrecht entschieden, weil ich einfach gerade so viel brauche. Ein Olivenöl. Creme fraiche. Und Honig. Das ist für die Basis. Dadurch, dass ich sage, ich mache zwei verschiedene Dips. Ich mache einen auf Basis von Knoblauch. Und einen auf Basis von Jalapenos. Zuallererst mal brauchen wir ein Stück Weißkäse. Wie gesagt, wir machen ja zwei, dementsprechend eins hier rein. Und eins da rein. Können wir auch schon den Deckel wieder drauf machen. Das quetschen wir jetzt erstmal ein bisschen klein. Ich habe festgestellt, dass dieser Weißkäse hier ein wenig weicher ist als der Feta. Dementsprechend ist er für solche Sachen deutlich angenehmer zu benutzen. Wenn ihr einen zu krümeligen und trockenen Weißkäse habt, könnt ihr den mit etwas Milch verdünnen. Aber wie gesagt, das ist jetzt hier nicht nötig. Hier geht es sich nur darum, dass wir den jetzt erstmal ein wenig klein machen. So. Das reicht schon. Die andere Seite genauso. Ich mache den kleinen, indem ich da mal erstmal ein bisschen reinsteche und mir kleinere Brocken mache. Wenn die kleineren Brocken dann da sind, kriegt man die mit der Gabel eigentlich schön klein gequetscht. Dann brauchen wir, wo ist er denn? Da! Creme fraiche. Da kommt jetzt hier ein Esslöffel rein, dann ist die Dose leer. Also sozusagen in jedes Ding 100 Gramm. Brauchen wir nicht ganz abzuklopfen, weil damit rühren wir gleich noch. Dementsprechend geht da alles mit runter. Dann können wir nochmal quetschen. Manche nehmen statt Creme fraiche Joghurt. Joghurt pur. Kann man machen. Ich habe mich extra für Creme fraiche entschieden, weil es so einen herrlich frischen Geschmack hat und halt Fett drin ist. Das macht das Ganze noch mal ein bisschen cremiger. So. Wenn jemand fragt, ja, das ist anstrengend. Nackischnapp. Und auch hier schön kneten. Dann das Olivenöl, jeweils ein Esslöffel, hoppala, so, drehen wir direkt wieder zu. Und auch ein gestrichener Esslöffel Honig. Dann wird wieder geknetet und verrührt.
So, damit wäre die Grundmasse fertig. Jetzt kommen die Jalapenos dazu. Dazu gehe ich mir eben eine neue Gabel holen. Und ein Küchenkrepp. Mit dem Küchenkrepp mal kurz drauf tupfen, um die Flüssigkeit aufzusammeln, die überschüssige. Die setzt sich nämlich in dem Fettgemisch ab. So. Und dann wird das Ganze einfach klein geschnitten. Das Große. Einfach nur ein wenig klein hacken. Je schärfer das Messer ist, desto einfacher ist das. Deswegen habe ich jetzt auch mein gutes Messer genommen. So. Dann nimmt man sich das Kleingehackte und schmeißt es neben die Schale. Und rührt es einfach unter. So. Wie gesagt, unterrühren, untergeben. Gleich noch Salz, Pfeffer dran, das machen wir aber nachher, habe ich nämlich gerade vergessen. Beim Knoblauch nehmen wir uns ein paar Zehen raus. Oh, das sind aber große Zehen, holla. Guckt euch mal die Zehen an. Und die sind alle so. Die werden erstmal geschält. So, ich nehme jetzt erstmal nur eine halbe Zehe. Halbe Knolle. Oh, die Dinger sind so groß, die passen gar nicht richtig in meine Knoblauchpresse. So, das muss reichen. Schnell das Ganze untergerührt. Jetzt kommt noch Salz, Pfeffer. Das muss ich tatsächlich holen, weil ich es vergessen habe. Nichts über frisch gemahlenen Pfeffer. Jetzt das Ganze noch mal unterrühren. Wow. Super. Ist da Knoblauch dran. Das darf jetzt ziehen, 2 Stunden, 3 Stunden. Und dann verteilt sich der Knoblauchgeruch, beziehungsweise Knoblauchgeschmack
so richtig schön in der Creme. Wie im Übrigen jetzt so aussieht. Und dann kann die gleich zum Essen serviert werden. Die ist im Übrigen genau das Richtige für einsame Nächte. So, dann haben wir aber hier noch die Jalapeno-Creme. Jetzt habe ich gar keine Jalapeno dazwischen. So. Und dafür brauche ich ja jetzt nicht mehr. Ein Traum. Die Jalapeno entwickelt jetzt schon langsam ihren Geschmack da drin. Wisst ihr, was ich mache? Ich nehme ein ganz klein bisschen von dem Einlegesaft. Ein Esslöffel voll. Und gebe den damit runter. Wenn ich das Ganze serviere, muss ich wohl vorher nochmal durchrühren, weil der wird sich nicht so gut mit dem Ganzen verbinden, sondern einfach nur Geschmack abgeben. Macht das Ganze aber nochmal cremiger. Das Ganze sieht jetzt so aus. Das kann man wahrscheinlich genauso schlecht erkennen. Weiß auf weiß halt. Hier sind da noch grüne Stücke drin. Dabei gibt es gleich Brot. Schön angeröstet. Oh, da freue ich mich drauf. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wenn es euch genauso gut gefallen hat wie mir, lasst mir einen Daumen hoch da. Wenn ihr das Rezept haben wollt, das war jetzt, glaube ich, selbsterklärend. Lass mal kurz überlegen. 250 Gramm von den 250 Gramm Weißkäse, 100 Gramm Creme Fraiche, ein Esslöffel Öl, ein Esslöffel Honig, Salz, Pfeffer, fertig. Danach könnt ihr das Ganze noch mischen mit dem, was ihr wollt. Ihr könnt Tomaten reinpacken. Hatte ich auch kurz überlegt, getrocknete Tomaten. Passt jetzt aber nicht zu dem Gericht, was ich gerade mache und wofür es gedacht ist. Dementsprechend super. Kleiner Tipp, mit dem Salz ein wenig vorsichtig sein. Ich habe die schon ein paar Mal gemacht, deswegen weiß ich, dass kann mit dem, je nachdem was für einen Weißkäse man nimmt, ziemlich salzig werden. Wie gesagt, jetzt gerade gut getroffen. Ich werde wahrscheinlich sogar noch ein bisschen nachsalzen müssen. Aber das mache ich dann, wenn es tatsächlich durchgezogen ist und ich dann den echten Geschmack da habe. Also dann den vollständigen Geschmack da habe, sozusagen in 2 Stunden. Alles klar. Wir sehen uns nächste Woche. Bis denne!